Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Radtoto, beim, ich sag's mal nicht, in meinem ersten Clankrieg, nämlich hier mit meinem Rathaus 7. Ich bin hier durch Zufall reingekommen, denn ich wollte mit dem Toto eigentlich auch die Event spielen. Also das meiner Event, also was macht man? Ich gehe einfach in meinen Clan rein, wo ich irgendwo meiner habe. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Der Avatar ist ja zurzeit frei. Der hat ja auch meiner und hätte sie spenden können. Aber es wäre mein erster Clankrieg gewesen und ja, tolle Wurst, so ein bisschen rege ich mich auf, also es ist kein Clickbait, ihr braucht nicht ausmachen, ihr seht noch Clash of Clans, aber warum ich so ein bisschen sauer bin, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Denn diese Base hier hätte ich angreifen können mit einem Rathaus 7er, also Luftabwehr auf 3, auf 3, auf 3, das ist nicht schlecht, aber ich denke mal mit zweier Drachen. Entweder einer geblitzten Luftabwehr oder vielleicht ein paar Hoxe hinten, hätte ich die auch schaffen können. Hat nun Gabusa gemacht mit ihrem Rathaus 8er. Ja, bin ich ein bisschen nölig, weil ich muss jetzt oben irgendwie zwei Scouts machen. Die passen mir natürlich gar nicht. Okay, und dazu muss ich erstmal eine Armee verballern hier mit dem Rathaus 7, auf dem ich heute unterwegs bin. Und ihr könnt aber trotzdem dranbleiben. Ich werde mit einem Rathaus 9er auch einen Live-Angriff machen, ja. Also wir machen mit dem 8er hier einen Scout. Da könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie scoutet man eigentlich richtig, Toto? Das weiß ich auch nicht wirklich. Und den nehmen wir aber in jedem Fall erstmal mit. Jetzt muss nur erstmal der gegnerische King hier sterben. Ach, Leute, geht auf den King. Leute, geht einfach auf den King. So, oh, meine Mauerbrecher gehen dort durch. Und ich habe aber eine blöde Armee hier zugange. Oh, mit Blitzzauber. Ja, super. Okay, mit Blitzzauber die eine. Luftabwehr da hinten ist im Bau. Dann denke ich mal, blitzen wir mal diese hier weg. Ist die jetzt schon weg? Oh, nee, die ist noch nicht weg. Shit. Dann müssen wir da noch mal ein bisschen was nachsetzen. Oh, 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 da kommen schon die ersten. Ah ja, okay, jetzt ist sie in jedem Fall weg. Dann gucken wir mal, dass wir die Luftabwehr da vielleicht noch wegkriegen. Ich glaube es mal nicht. Aber wie gesagt, ich will nur das Dunkle haben hier mit diesem Account hier. Mehr nicht. Das reicht mir vollkommen. Okay, wir gewinnen auch noch. Dann habe ich nochmal das Gibarch-Event hier mit dem hier gespielt. Aber wir wollen gleich in jedem Fall auch unseren Scout-Angriff machen. Ich weiß nicht, wie ihr scoutet. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall meine Scout-Armee, mit der ich oben einen Rathaus 12er, hoffe ich mal, scoute, keine Ahnung. Ich habe auch schon vorbereitet einen Rathaus 9er. Was ich aber eben gesehen habe, ist ein richtig krasser 10 auf 10. Den kann ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und meine Truppen hier, boah, die gehen noch ganz gut durch. Wie gemütlich die Loot sind hier. Also ganz, ganz easy. Ich wollte eigentlich gar keine Folge drehen, beziehungsweise eigentlich wollte ich tatsächlich eine Folge drehen, nämlich von so einem richtig super geilen Angriff mit dem Rathaus 7 hier. Und mit einem Angriff von jemand anders ist mir der gute Angriff, oh, jetzt kommen da noch ein paar Bomben raus, ist der gute Angriff Essig, beziehungsweise brauche ich ihn nicht mehr machen auf das letzte Dorf, denn es ist schon down. Ich hätte es ja zum Üben machen können, so nach dem Zeigen-Motto, naja, ich hätte es auch geschafft, aber egal. Den haben wir hier ja irgendwie doch auf 3 Sterne gebracht. Die Loons sind ganz schön fett. Das Miner-Event habe ich hier schon fertig mit diesem Account. Deswegen brauchte ich jetzt keine Miner in der Clanburg. Mal gucken, was ich jetzt gleich in die Clanburg reinnehme zum Scouten. Schauen wir mal. Im RH9-Bereich mache ich heute einen Angriff mit dem Schief Barfuß. Also auch da könnt ihr gespannt sein. Dann wechsle ich auch wieder auf mein noch nicht bimmelndes Tablet. Es hat noch nicht gebimmelt. Sehr, sehr cool. Pass mal auf, jetzt gleich. Bildil. Nein, sicherlich nicht. Und, aber wie gesagt, naja, komm, den lassen wir jetzt noch auslaufen. Den lassen wir noch auslaufen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, die letzten Tage. Auch von euch wieder die Kommentare. In welcher Liga habt ihr dieses Event hier gespielt? Da kam alles zusammen. Meister, Kristall. Einige haben geschrieben, ah, geht gar nicht. Ich bin in Champ mit meinem 10er oder noch höher, in Titan sogar. Und ja, das ist ein Problem. Das ist dann ein Problem. Das Problem haben wir auch, 99%. Yes. Wir gehören zum Club der 99er. Also, mal sehen. Ah, wir haben den Bonus eingefahren. Ich habe mir extra, vor allen Dingen habe ich mir extra mal eine Kriegsbase gebaut hier. Mit dem Chief hier, beziehungsweise mit dem Toto. Weil die Base, die ich da natürlich als Heimatbasis habe, die kannst du knicken. Aber diese hier ist gar nicht mal so schlecht. Und vielleicht habt ihr es ja bemerkt, in meinem Dorf, ich baue es im Moment aus. Ihr seht das hier, die Luftabwehren gehen schon mal hoch.
Und ich habe ja mindestens eine Truppe hier maxed. Ich habe eine Truppe, nicht eine Truppe, entschuldigt, eine, nicht eine Truppe, sondern ich habe hier alle Truppen maxed, außer ich muss, glaube ich, nur noch die Hog Rider machen, ne? Ja, nur noch die Hog Rider machen. Und sondern ich habe hier immer von einer Defense eine Max gemacht. Das heißt, einen vollen Bogenschützenturm, einen Minenwerfer, eine Kanone auf Max. Den Feger habe ich auf Max und ich glaube, ich max die jetzt hier einfach auch durch. Mal gucken. Aber ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut, gucke nochmal auf Vorbereitung des Rathaus 9 auf dem Tablet und dann sehen wir uns zum Scout und auch zum Live-Angriff hier wieder. Ei, was rede ich denn? Nein, nein. Ich hatte ja gesagt, wir sehen erstmal einen geilen 10er-Angriff hier. Also ich gehe mal ein bisschen näher rein, mal sehen, ob ich so ein bisschen rein scrollen und rein spulen kann. Eigentlich so ein bisschen wie in meinen Livestreams, ja. Es muss nur besser klappen. Also, der Angriff hier war direkt vor meiner Nase. Ich habe es mit einem anderen Account eben gesehen und boah, richtig schön gemacht. Schön gemachtes Ding hier von Witeines. Witeines. Denn ich kenne ihn mittlerweile so gut, dass ich weiß, dass er ganz wurmig ist, wenn er hier keine drei Sterne holt. Ist einfach mal so. Das kann man ruhig sein, aber ich glaube, bei uns im Clan, da wird niemand sagen, Bruh, das hätten jetzt aber drei werden müssen, du auf diese Base hier. Der hatte ja nur drei Infernos und ist auch nur Max Out oder fast Max Out. Mein Gott. Und du bist ja auch ein Zehner. Nein, natürlich nicht. Aber richtig cooles Ding hier. Schönes Killsquad hier geschickt. King, Queen, paar Mauerbrecher. Die Walküren dazu, die gehen jetzt sogar schon Richtung Mitte. Ich denke mal, Ziel waren in jedem Fall die beiden Luftabwehren, die CB zu killen. Und auch den King hier, der ist ja auch dann schon ein bisschen nervig und Queen lebt noch. Queen lebt noch. Das ist natürlich eine super Situation, dass die noch da ist, denn die kriegt im Moment null Beschuss hier. Die kriegt keinen Beschuss. Also hat er sie erstmal ein bisschen laufen lassen. Auch das ist sicherlich so ein bisschen überdacht. Jetzt hier schon mal so einen kleinen, ja, ich sag mal so einen kleinen Funnel, beziehungsweise schon ein bisschen Clean-up hier gegönnt. Und jetzt geht das hier mit Loons in die Base hier rein, beziehungsweise das war das Dropship hier einfach gesetzt über den einen Inferno. Das machen jetzt mittlerweile ganz, ganz viele, ich auch, die einfach so ein Compartment hier komplett rausnehmen. Und wenn es nun Inferno ist, ich meine, die Loons leben ja jetzt noch. Jetzt hat er allerdings ein bisschen Sorge, die nervigen Skellies und die Queen hier, da er die Loons aber so ein bisschen verteilt setzt. Also die sind jetzt nicht alle hier auf dem Haufen und die Queen macht ja auch nur punktuellen Schaden, das heißt keinen Flächenschaden, kommt er hier jetzt noch ganz gut durch. Nochmal Luftfallen. Hey, an der Stelle habe ich eigentlich schon gedacht, oh, das wird nichts, das wird nichts. Aber es wurde was, denn die Queen nimmt sich erstmal die gegnerische Queen, zack, da ist sie weg. Und dann bemerkt sie, oh, meine Loons werden da angefuttert von den kleinen Skeletten, die mache ich jetzt mal weg. Die mache ich jetzt mal weg. Und dann geht das hier, ah, schade, der Lucky. Der Lucky stirbt leider. Ist auch so klar, ist auch Murphy. Du setzt einen Lucky und da ist noch eine Luftbombe. Aber hier unten ist noch reichlich Cleanup mit dem Magier, mit den Welpen, mit den Luckys. Und auch hier oben hat das dann super gepasst. Ich denke mal, echt starker 3-Sterner von Rathaus 10 auf Rathaus 10. Ich glaube, das sehen wir immer gerne. Und weil es ist auch ultra schwer, 15 auf 16. Das ist eine Maxed RH10 Base hier, glaube ich, denk ich mal gewesen. Und dann mit den Truppen hier. Wunderbar, also formschöner Angriff. Und ich kann jetzt endlich meinen Scout setzen. Ihr seht das, ich könnte mir auch was live angucken. Ich tue es aber nicht, oder? Wir gucken bei der Kati mal rein. Mal gucken, wie sich die Kati hier schlägt. Oh, kleiner Overkill. Alles klar. Okay. Parturnax ist ja noch nicht so lange bei uns. Hat sich ja jetzt aber entschieden, bei uns zu bleiben. Hat auch einen Rathaus-Würfer zum Spenden hier. Und ist hier eine nette Bereicherung, muss man sagen, sowohl spielerisch als auch menschlich. Und das Gefüge passt absolut gut. Wir sind auch nett zu Frauen. Und von daher, ja, okay, ich gucke jetzt nicht den ganzen Angriff, denn ich will ja meinen Scout machen und noch meinen Rathaus 9er Angriff. Also ich bin auf dem Account hier, habe jetzt Truppen fertig. Oh, ich habe noch gar keine. Okay, ich nehme mal nur Max-Truppen. Mal sehen. Ich spende mir mal eben die Clanburg selber. Okay, ich lese hier jetzt gerade schon wieder, der Cheater schlägt zu. Ja, 17
auf 10 hier. Wir können uns mal die 17 angucken. Ich weiß gar nicht, ob sie schon down ist. Wir sollten sie erst freilassen. Also hier unser, der Cheater. Ne? Ein Inferno, beziehungsweise doch ein Inferno-Turm hier in der Mitte. Und den Rest allerdings Max, kein Adler, kein zweiten. Und noch so ein bisschen RH9, RH10 Dev. Ah, mal gucken, der macht jetzt 3 Sterne. Aber ich mache jetzt erstmal meinen Scout hier oben. Ich muss mal eben schauen. Ich glaube, hier sollte ich einen Scout setzen. Das mache ich auch mal. Ich mache das auch mal. Ich greife den jetzt mal ganz einfach an. Vielen lieben Dank übrigens für die Truppen. Ich musste sie mir doch nicht selber geben. Also wie scoutet man eigentlich? Ich kann ja ganz behende hier vorgehen, denn ich weiß ja nicht, wie meine Kollegen hier angreifen werden. Also denke ich mal, hier hinten in dem Bereich hier könnten ein paar Luftminen sein. Mal sehen, ob wir die hier auslösen auf dieser Flanke hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier hinten haben wir die Ecke. Da 3 Luftminen hier hinten. Das war schon mal nicht schlecht, aber kein Tesla hier hinten in der Ecke. Und hier in der Ecke auch nicht. Dann nehmen wir uns die nächste einfach mal vor. Mal sehen, ob wir hier auch so ein paar Luftfallen auslösen. Nee, da sind glaube ich dann keine, aber hier waren schon mal 3 Stück am Minenwerfer. Okay, also der Angreifer, der hier mit dem Queen War kommt, der hat dann 3 Luftminen schon mal gegen sich. Mal sehen, ob hier irgendwo sich so ein Tesla befindet. Oder irgendwelche Sprungfallen sich hier befinden, dann nehme ich einfach ein paar Mauerbrecher. Okay, da ist schon mal eine kleine Bombe. Mal schauen. Also so machen wir das hier. In der Regel, hätte ich mal fast gesagt. In der Regel haben alle Hosen rote Bärte. Hier hinten war jetzt auch kein Troll-Tesla, haben wir gesehen. Was können wir denn eigentlich noch machen? Wir können hier noch mal so ein bisschen rumscouten. Nach so ein paar Bomben einfach mal so ein paar Schergen hier hinterher gesetzt. Okay. Jetzt gucken wir gleich mal, wie derbe da hinten noch das Rathaus hier verteidigt ist. Schauen wir mal. Ich ziehe mir hier jetzt aber mal einen Wut rein und einfach mal meine Clanburg plus mein King und mal sehen, was hier noch so ums Rathaus rumsteht. 10 Hawks hinterher. Die machen wir auch noch mal richtig wütend. Okay, da ist noch ein Tesla. Alles klar, Kollege. Jo, das passt. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, den letzten brauche ich dann doch nicht setzen. Hier ist auch keine Luftmine mehr. Dann haben wir hier in jedem Fall die Teslas, glaube ich, aufgedeckt. Wir haben aber keine wirkliche Riesenbombe aufgedeckt. Vielleicht sind meine Truppen auch noch ein bisschen lütt. Die gehen nicht ganz bis zur Mauer hin, obwohl da am Tesla, glaube ich, hier. Hier ist eine Riesenbombe und ist in jedem Fall ein 5er Rathaus. Mal sehen, ob einer unserer Angreifer mit diesem Scout was tun kann. Und 2 Zuschauer sogar gehabt auf den Scout hier. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich habe es jetzt so ganz einfach mal an der Maus hier geklickt und bilde die Armee nicht nochmal aus. Ich nehme nämlich diese Armee hier fürs Event, obwohl ich glaube, ich muss ein paar mehr Riesen machen. Ne, 8 Riesen muss ich machen. Okay, 8 Riesen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Damit haben wir 8 Riesen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen aufs Tablet rauf und da checke ich nochmal kurz die Armee, dann machen wir einen Live-Angriff. Okay, Freunde, ich bin soweit. Hau mal die 23 weg, Toto. Jo, das ist die 23 hier. Ich muss allerdings meine Brille absetzen. Kurz nochmal Killerblick. Killerblick. Also, kurz nochmal Killerblick. Mal sehen, ob ich den hier wegschlagen kann mit meinem RH9er. Ist eine knackige Base hier. Mal gucken. Das ist ja die 23. Das ist ja die 21. Okay. Da müssen wir 2 tiefer. Nee, tiefer gehen. Ich soll die 23 machen. 22. 23. Okay, erstmal die 23 hier. Mal sehen, wie ich mich hier schlage und was ich mir hier dabei gedacht habe. Ich muss nochmal eben checken. Das geht. Okay. Das ist meine Armee hier. Also kein ganzer Golaloon, sondern so ein bisschen halb. Golaloon halb. Halb so ein bisschen was anderes. Ich gucke mal, ob ich das packe hier. Also das ist jetzt mal wieder live. Das hat es ja auch schon länger nicht mehr gegeben bei mir. Und wir checken das Ganze mal. Mal schauen, wie es läuft. Mal schauen, wie es läuft. Denn auch ich weiß nicht immer, ob es denn läuft. So, vor allen Dingen weiß ich nie, wo meine Mauerbrecher hinlaufen. Aber die laufen ausnahmsweise mal ganz gut. Dann nehmen wir die Bowler hinterher, Helden hinterher und ich glaube, hier kann gesprungen werden. Hier muss auf jeden Fall ein Gift hin
Und dann bringen wir die ganze Meute hier mal so ein bisschen in Wut. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Denn Ziel sind natürlich die, oh, fast vergessen den King. Aber der King schafft die Luftabwehr. Zweite Luftabwehr ist auch schon mal weg. Das ist super. Feger ist auch schon weg. Okay, Feger ist auch schon weg. Dann können wir hier jetzt schon mit unserem Laloon-Part eigentlich anfangen. So, Queen nicht vergessen. Und wir nehmen hier jetzt unsere Loons. Mal sehen, wann ich den Speed setzen muss. Ich setze ihn jetzt mal. So, auch hier schauen wir mal. Ich muss die ganzen Skellies in jedem Fall irgendwie wegbekommen hier. Da muss ich nochmal Speed reinbringen. Hier muss ich nochmal Speed reinbringen, dass die hier hinten nochmal durchgehen. Denn hier sind noch zwei Luftabwehren. Jetzt auf meine... auf meinen Loons. Oh, das wird eine ganz enge Kiste. Ich glaube, ich muss hier nochmal den Speed bringen. Ich muss da nochmal den Speed bringen. Ich habe kaum Cleanup. Eieiei, ich habe kein Cleanup. Queen habe ich aber nicht vergessen. Und die Loons müssten es eigentlich bis zum Bogenschützen. Bitte. Na komm. Aber 1,22, das ist eine echt enge Kiste jetzt. Ich habe kaum Cleanup. Hier nur so ein paar Welpen. Magier hier in der Mitte ist er. Der Welpe schlechthin, 1:10 hat er noch. Scheiße. Gott, ich habe auch echt nichts mehr. Meine Herren, was machen die Loons? Oh, die machen hier das dicke Lager. Okay, 1 Minute noch. Oh, Gott. 1 Minute zittern. Also 1 Minute zittern mit mir. Dann setze ich mal ganz locker schon mal meine Brille auf. Guck einfach mal nach vorne. Ab und zu mal nach unten. 48 Sekunden. Bitte. Oh, der eine Welpe hier, der macht ja schon mal so ein bisschen Vorschaden. Oh. Aber ich glaube, die Base haben wir im Sack. Die Loons jetzt noch 30 Sekunden. Nicht, dass wir irgendwo was vergessen haben. Hier so eine doofe Bauhütte oder irgendwas in der Ecke. Nein, wir kriegen den hier. Ihr seht, ich freue mich auch, dass ich den hier genauso eigentlich gepackt habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Und damit sind das die 3 Sterne. Hast du gut gemacht, Toto. Und ich wollte mich aber ganz gerne jetzt von dieser Folge hier verabschieden, die ihr auf den Samstag seht. Eigentlich seht ihr auf den Samstag, Sonntag selten Folgen von mir, aber ich hatte einfach mal wieder Bock auf Clash of Clans. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ihr hattet Bock. In meinem ersten Clankrieg, nicht mit dem RH9er, aber mit meinem RH7er, okay, immer noch keinen Stern geholt. Irgendwann wird sicherlich was. Bis dahin, euer Toto, Clash.